Als wir die Idee hatten, die Sozialdemokratische Partei zu gründen, ging es zuallererst darum, den Machtanspruch, das Wahrheits- und Machtmonopol der SED zu brechen und damit die klare Perspektive auf eine parlamentarische Demokratie zu schaffen. Also als ich den Aufruf zur Gründung einer sozialdemokratischen Partei das erste Mal in der Hand hatte, da spüre ich heute noch, was da mir für ein Schauer sozusagen den Rücken runtergerutscht ist. Es war so eine Mischung aus Angst, aber auch Erkenntnis, dass da endlich aus der Opposition ein paar Leute zu Werke sind, am Werken sind, die wirklich genau wissen, was sie wollen, die ein ganz klares Ziel vor Augen haben, dieses Ziel trifft, die das mit Mut und Courage, Entschlossenheit durchgezogen haben und was genau sozusagen in die Zeit hineingepasst hat, die beste Antwort, die man geben konnte. Und das finde ich bis heute fantastisch. Ich finde auch, dass die SPD von ihrer Programmatik her eine absolut moderne Partei ist. Von der Ausführung her sieht es gelegentlich anders aus, aber daran kann man ja arbeiten. Ja, es war einfach ein richtig großes Glück, ich muss das mal so pathetisch sagen. Also endlich gab es im Osten eine sozialdemokratische Partei. Ich habe sie erst mal gesucht, aber ich habe es relativ schnell gefunden. Und wir konnten die Partei aufbauen, wir mussten permanent irgendwie Wahlen organisieren. Also das war eine riesige Freude, vor allen Dingen für uns aus dem Osten. Konnte jetzt mitmachen, Politik mitgestalten, jeder irgendwo, musste ja nicht immer in der Bundespolitik sein, aber irgendwo immer. Und wir waren das ja so leid, die 40 Jahre DDR, wo man in der Ecke saß und meckerte, aber auch kaum eine Möglichkeit hatte, irgendwas zu gestalten. Also insofern finde ich das nach wie vor, für mich ist es ein großes Glück gewesen. Und das Gefühl habe ich immer noch und in diesen Tagen im Moment natürlich wieder ganz besonders. Und wenn man zurückguckt, ist es sozusagen schon ein Abenteuer gewesen. Und all das Risiko, was man damals eingegangen ist, verflüchtigt sich, wenn man so will, zu einer aufregenden Geschichte, wie sie sich heute erzählt. Aber es ist wirklich sozusagen nicht ganz so einfach gewesen. Wir hätten alle im Knast landen können. Wir hätten sozusagen in dieser Situation durchaus die Härte des Gesetzes der DDR zu spüren bekommen können. Das darf man nicht vergessen. Ich würde im Konkreten gewiss manches anders machen, aber die Idee war richtig. Die Parteigründung ist erstaunlich gut gelaufen. Dieses Jahr Ost-SPD war ein ausgesprochen erfolgreiches. Die Ost-SPD war Teil der friedlichen Revolution und der demokratischen Kräfte, die diese vorangebracht haben. Anders als die demokratischen Initiativen, die den Herbst 1989 getragen haben, waren wir aber gleichzeitig auch Teil des Vereinigungsprozesses, der Verhandlungen zur deutschen Einheit. Insofern waren wir die einzige politische Kraft in der DDR, die diese gesamten 15 Monate in der friedlichen Revolution am runden Tisch und im Vereinigungsprozess getragen haben. Also wenn ich an die Zeit von 1989-90 denke, dann haben sich einige der Ziele in unserer Gründungsphase der SDP erfüllt. Und zwar vor allem die Grundrechte, auf die wir gepocht haben. Der entscheidende Punkt für uns war damals, dass wir den Weg zum Rechtsstaat einschlagen und eben ein Unfreiheitssystem ablösen durch eine freiheitliche Demokratie. Von den Zielen der SDP, wie sie im Aufruf formuliert wurden, sind eine ganze Menge Realität geworden. Da ist zuerst die Schaffung eines Rechtsstaats, die Schaffung eines demokratischen staatlichen Systems, freie Wahlen, der Schutz der Menschenrechte, Wiederherstellung der alten Länder, Einführung von sozialer Marktwirtschaft. Das hat sich sehr schnell erfüllt. Und damals haben wir programmatisch gesagt, es geht um eine nicht nur soziale, sondern eben auch ökologisch nachhaltige soziale Demokratie. Und da haben wir noch ein paar Fragen. Also wir hatten eine ökologisch orientierte soziale Marktwirtschaft vor Augen, das war unser Ziel. Da würde ich sagen, hängen wir weit hinterher. Aber wer über Geschichte redet, redet ja heute immer auch über Gegenwart. Und von daher kann ich nur sagen, ich bereue nichts. Ich hätte alles sozusagen genauso wieder getan und ich hätte es wahrscheinlich mit doppelter Energie wieder getan, weil die Werte der Sozialdemokratie sind heute nötiger denn je. Man muss sie lautstark vertreten und es braucht Leute, die dafür tatsächlich Mut und Risiko eingehen.